236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. 236? War da nicht eine Zahl aus dem Notrufsignal? Ja. Steht im Protokoll. Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. Kommt in meinen Vorrat. Behälter werden gelagert. Gleich die hier. Nichts. Behälter werden gelagert. Stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Peter. Ich muss mich kurz fassen. Mir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin. Und ich muss noch das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber... Wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hüte dich vor Fasenef. Sei vorsichtig, sie sind gnadenlos und haben jetzt Eluthia, Artemis und Apollo. Aber ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis. Du musst Erfolg haben, sonst war alles umsonst. Viel Glück und adieu. Also... Sie lebt noch. Wir müssen sie zurück... Oh Mist, sie können fliegen! Aloy! Aloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Erend? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben.
Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Bring sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Ich beschütze sie. Ich sollte mich vorbereiten, bevor das Phantom kommt. Ich kann es nicht zu Val und dem Klon lassen. Da kommt sie! Was? Come on!
Okay. Geht es dir gut, Aloy? Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. Bleib erstmal hier unten mit dem Klon. Okay, ich komme nach, wenn die Luft rein ist. Wie das rauscht. Ich muss wieder nach oben und mich um das andere Phantom kümmern. Hoffentlich bleibt Erend in Deckung. Ich bin gleich da. Beeil dich. Das klingt nicht gut. Ich muss zu Erend. Erend, ich bin hier. Sei vorsichtig! Das Ding schießt wie verrückt! Warte kurz! Mal sehen, was ich tun kann! Das Phantom bewegt sich nicht vom Fleck! Ich kann mich gleich anschleichen, wenn ich auf der Schusslinie bleibe! Schild aktiviert. Ich muss mich hinten vorbeischleichen. Es wird ein harter Kampf. Eine schwere Waffe, die könnte helfen! Aloy, Munition!
Sehr schön. Ich bin sicher. Ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte. Aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran. Ich muss mir nochmal die Waffe ansehen. Wenn ich herausfinde, wie sie funktioniert, werden die Zeniths vielleicht nicht so unbesiegbar bleiben. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Nein! Verdammt. Gut, besser als nichts. Ich muss das Waffenteil zur Analyse zu Gaia bringen. Wenn wir sie nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Zeniths zu besiegen. Ich sollte auch nach dem Klon sehen. Val, wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay. Wo habe ich das schon mal gesehen? Aloy, du bist zurück. Ja, ich will nur mal sehen, wie es allen so geht. Du meinst, nachdem wir unten jemanden getroffen haben, der so aussieht wie du, aber jemand anderes ist? Für dich ist es bestimmt noch viel seltsamer als für uns, ha? Ein wenig. Val meinte, sie könnte uns bei unserer Mission helfen. Vielleicht. Du hast Beta getroffen? Val meinte, sie sei verletzt. Ich dachte, ich bringe ihr einen Extrakt gegen Schmerz. Das war nett von dir. Ich hoffe nur, sie hat nicht die Absicht, sich da unten weiter so einzugraben. Anscheinend hat sie nur selten das Tageslicht gesehen. Was hast du noch gemacht? Ich habe Gaias Sprosse studiert, die Unterfunktionen. Ich wollte verstehen, wieso einer von ihnen Faso etwas antun würde. Stell dir meine Überraschung vor, als ich ihn sah. Hephaestus. Und herausfand, dass er half, all die Maschinen, auch die Landgötter, zu schaffen. Wir Utaru schulden Hephaestus also unsere Art zu leben und unsere aktuellen Probleme. Deshalb müssen wir Gaia wieder vervollständigen. Hast du was Interessantes erfahren? Es gibt viel zu lesen, seitdem Eta mit Gaia wiedervereint wurde. Schwer vorstellbar, dass Maschinen wie Sturmvögel einst halfen, den Himmel zu heilen. Als Kind hatte ich furchtbare Angst vor ihnen. Bei Donner kriege ich immer noch Gänsehaut. Doch alles, was Gaia erschafft, hat einen Zweck, oder? Ja. Und wenn wir Hephaestus holen, kann sie die Sturmvögel für uns gewinnen. Du hast Beta getroffen? War... Das war nett. Ich... Anscheinend... Ich muss jetzt weiter. Der Boden erblühe unter deinen Schritten. Erend?
Alles okay? Ha? Oh, ja, ja. Warum sollte es auch anders sein? Weil es jetzt zwei von mir gibt? Es gibt jetzt zwei von dir. Wenigstens scheint es dir damit gut zu gehen. So würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich gebe mir Mühe. Hast du mit Beta gesprochen? Sie ist erst aufgewacht, als wir sie hergebracht haben. Und dann... Ja, ich hielt es für besser, dass Zoe und Val sich um sie kümmern. Es hat keinen Sinn, jemanden zu belagern, wenn es ihm nicht gut geht. Was liest du danach? Gaia hat dem Archiv einen Artikel über Metallstäbe hinzugefügt, mit denen man Blitze nutzen kann. Hat mich an einen Cousin erinnert. Er dachte, wenn er Sturmvogelplatten trug, könne er Blitze speichern. Stieg auf den höchsten Berg im Anrecht, um es zu beweisen. Das Ergebnis war sehr typisch für die Osram. Es funkte und knallte. Woran arbeitest du mit deinem Fokus? Ich weiß immer noch nicht, wie man hier drauf etwas liest. Die beiden Turteltauben da drüben gehen mir zur Hand. Ehrlich gesagt kriege ich von den ganzen Symbolen Kopfschmerzen. Aber ich hol schon alles nach. Versprochen. Ich muss jetzt los. Mach nicht zu viel Ärger, ja?